Gute Neuigkeiten! Freunde, wir verlängern den Vorverkauf, aber ohne, dass sich die Lieferzeit verschiebt. Wie wir das machen, das verrate ich euch jetzt eben. Bitte eben die 4 Minuten 16 Sekunden aufmerksam zuhören, danke. Gestern war der offizielle letzte Tag vom Vorverkauf von der Sonnencats Eden Edition. Vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der das Projekt supportet. Wir haben über 13.500 Bäume gepflanzt. Danke, dass ihr an uns glaubt und unsere Karten bestellt. Jetzt habe ich vor allem in den letzten 2 Wochen aber immer wieder Nachrichten gekriegt von wegen, Matti, ich krieg mein Gehalt am 15. Matti, ich krieg mein Gehalt erst Ende Juli. Ich verpasse es gerade. Gerade so, ich bin so traurig. Und dann ist Hai und mir Folgendes bewusst geworden. Wir haben sowieso einen Überschuss, den wir produzieren müssen, weil wir einen Deal mit verschiedenen Händlern haben, weil zum ersten Mal international auch in anderen Shops unsere Karten landen werden im Laufe der nächsten Monate. Aufgrund der Preisstaffelung, auch in der Produktion und so weiter. Also ihr merkt, das sind ganz viele verschiedene Gründe, haben wir uns entschieden, 20.000 Decks zu ordern und nicht 15.000 wie sonst. Unsere erste 20.000er Auflage. Und ja, dementsprechend werden Hai und ich 20.000 Bäume pflanzen lassen. Der Überschuss geht aus unserer eigenen Tasche. Das bedeutet, Katamundi hat jetzt angefangen zu produzieren. Jetzt werden 20.000 Eden-Decks produziert. Der Überschuss ist etwas zu groß. Bedeutet, ihr könnt noch Decks bestellen. Theoretisch könnten wir den Shop jetzt also so lange offen lassen, bis 19.000 Decks verkauft werden, weil die 1.000 brauchen wir auf jeden Fall als Überschuss. Wir machen es also so, wir verlängern um weitere 3 Wochen den Vorverkauf. Am 4. August ist jetzt der letzte Tag. Bis zum 4. August könnt ihr doch noch Somnium Cards Eden Edition bestellen, außer irgendwann vorher sollten, was wir nicht glauben, irgendwann vorher sollten die 19.000 Decks erreicht werden. 19.000 ist absolute Schmerzgrenze, da machen wir den Shop so oder so dann zu. Also wir behalten es uns vor, auch vor dem 4. August den Shop doch schon zu schließen, weil dann unser Überschuss nicht mehr ausreicht. Nochmal, die Lieferzeit verändert sich dadurch nicht. Katamundi produziert jetzt schon die 20.000 Decks. Es dauert von heute an 6 bis 12 Wochen, bis die Decks fertig produziert sind, bei uns im Lager landen, versandfertig gemacht werden und an euch rausgeschickt werden können. Es macht also keinen Unterschied, wie lange wir jetzt den Shop trotzdem noch offen lassen. Die Produktion läuft schon und deswegen müsst ihr ab jetzt nur noch 6 bis 12 Wochen warten. Es haben also alle was davon. Wir haben was davon, mehr Decks gehen weg. Ihr habt was davon, ihr könnt länger noch bestellen. Die, die schon bestellt haben und nichts weiteres bestellen wollen, für die ist es nicht schlimmer, weil die Wartezeit sich nicht verändert. Es ist einfach perfekt. Sobald die Produktion beendet ist, geben wir euch Bescheid. Dann kommt die nämlich bei uns im Lager an. Da muss nochmal alles versandready gemacht werden. Das dauert auch noch ein paar Tage. Und dann wird alles an euch rausgeschickt. Aber 20.000 Decks kann man natürlich nicht an einem Tag rausschicken. Ja, unser Versandteam bei Happy Shops arbeitet da Tag und Nacht gefühlt. Ist ein großes Unternehmen, die haben da viele Mitarbeiter, aber haben trotzdem auch ihre Grenzen. Deshalb, ich erzähle euch im Prinzip gerade nur, was sowieso schon die ganze Zeit im FAQ-Bereich auf unserer Website steht, den ich euch nur empfehlen kann, falls ihr noch Fragen habt. Sobald die Sachen bei uns im Lager sind und wir euch Bescheid geben, dass wir jetzt loslegen mit dem Versenden, kann es nochmal 2, 3, 4, ich kann es nicht so gut einschätzen, Wochen dauern, bis die Sachen bei euch sind. Das ist alles schon eingerechnet in die 6 bis 12 Wochen Lieferzeit, die ab jetzt für euch alle gilt. Welcher Kunde wann seine Bestellung zuerst bekommt, hängt nicht davon ab, wer zuerst bestellt hat. Also es kann sein, dass du am ersten Tag bestellt hast, du aber erst am 3. Versandtag die Sachen zugeschickt kriegst. Das hängt halt von ganz vielen Faktoren ab und nicht nur davon, wann hat man bestellt. Das können wir leider auch nicht beeinflussen. Wir würden das natürlich gerne machen, dass wer zuerst kommt, mal zuerst, ist immer eine gute Sache. Aber vor allem dann würden sich auch wiederum die benachteiligt fühlen, die nicht zuerst bestellen konnten, weil beispielsweise sie das Gehalt erst 2 Wochen später gekriegt haben oder wie auch immer. Deswegen, irgendwer fühlt sich da immer benachteiligt. Es geht leider nicht, alles an einem Tag an alle rauszuschicken. Und das möchte ich an der Stelle entschuldigen. Danke für euer Verständnis. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche offenen Fragen habt, glaubt mir, 99% der Fragen, die ich über die letzten 6 Wochen von euch gekriegt habe zum Thema Somnium Cards, stehen alle auf der Website beantwortet. Ich kriege jeden Tag 100-mal die Frage, wann kommen die Decks bei mir an? Es steht an mehreren Stellen auf der Website. Lest euch die bitte in Ruhe durch. Und wenn dann noch irgendwas ungeklärt sein sollte, dann schreibt doch gerne an unser Support-Team eine E-Mail. Danke fürs Zuschauen. Das war das kurze, knackige Video für heute. Morgen geht's dann normal weiter. Danke, bis morgen, euer Matti und ciao.